Heute haben wir für euch ein bisschen Tischfeuerwerk. Beides von Nico, und zwar einmal die Prosit Tischfeuerwerksbomben. Das sind zwei Tischfeuerwerke in Sektform, also Sektfläschchenform, wie so zwei kleine Pikolöchen. Und dann noch die Einhornwunderkerze, ebenfalls von Nico. Und sie sieht wirklich sehr, sehr rosa und süß aus. Da bin ich schon total gespannt drauf. Packen wir mal aus. Wir haben beide im Norma gekauft für 4,99 €. Ich weiß auch nicht, ob das gleiche drin ist oder nicht. Wir fangen einfach mal an und schauen uns das an. So. Einmal und zweimal. Okay, und los geht's. Was war das? Soll das so sein? Ich mach mal die andere noch auf gerade. Oh. Nee, warte, soll ich nochmal versuchen? Ja, ich glaube, das geht nicht mehr. Nee. Okay, lass durch. Okay, probier mal die andere. Die ist hochgegangen. Die ist hochgegangen. Die andere die hat sich leicht erploppt. Happy New Year wünschen wir euch übrigens auch. Wir haben einen, oh wow, einen Ring. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt drauf sein soll und wem der passen soll, aber das ist okay. Ein Sektgläschen und ja, Happy New Year. Ja, Luftschlangen. Und Dreck, Dreck haben wir auch. Luftschlangen. Ach ja, hier, tatsächlich. Auf jeden Fall ist die gut hochgegangen, bis zur Decke. Okay, hier die ist, nee, hier ist sie. Die ist irgendwie nicht aufgegangen. Die wollte nicht. Weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Soll ich die jetzt einfach abziehen? Nee, lass mal. Okay. Also die zweite nicht hochgegangene Tischfeuerwerksbombe haben wir jetzt mal so geöffnet. Und der Ring von der anderen passt mir übrigens. Moment, muss ich filmen? Da? Ja. Super, ne? Sehr, sehr schick. Ein saftiger Kürbis. Ein saftiger, ups, Kürbis. Ja. Passend zu Silvester natürlich. Dann ein Hüpffrosch. Vielleicht hüpft er ja auch. Ja, oh. Tut er. Und nochmal, ich denke, das ist ein Pyrokreis. So ein Kreis. Ja. Muss doch Holz machen. Der läuft nicht auf der Tischdecke. Na, man kann es ja mal versuchen. Ne? Genau, das war der. Und Happy New Year Schildchen. Genau. Liegen alles verkehrt, aber ihr wisst schon. Ihr wisst schon was gemeint ist. Alles gut. Okay. Am coolsten ist der Kürbis. Am coolsten ist tatsächlich der Kürbis. Keine Ahnung, warum da ein Kürbis drin ist in einem Tischfeuerwerk für Silvester, aber okay. Eine der beiden Prosit-Sektflaschen wollte leider nicht zünden. Machen wir jetzt mal weiter mit der Einhorn-Wunderkerze. Ich liebe stressfreie Verpackungen. Ah, da ist er. Oh, ein kleines Einhorn. Ich zünde jetzt mal an. Unten, glaube ich, oder? Wo zündet man die an? Ich weiß nicht, wo zündest du normal an? Oben? Ja, dann mach. Ich hab voll dein Gesicht im Laufen. Jo. Süßes Gimmick, ne? Eine Wunderkerze in Einhornform. Ich denke mal, wenn du jetzt Silvester so für Kiddies, ne? So, ja, für Mädchen oder so. Genau, so für Mädchen so. Ist eh Ganzjahresfeuerwerk. Dürfen also auch, können auch Jugendliche zünden. Aber ich denke mal, ein Erwachsener dabei und hast eine Tochter. Und dann gibst du dir das und dann hast du es eher was so ein bisschen Partyspaß.
Ja, ansonsten halt wie eine schlichte Wunderkerze halt in Einhornform. Beide Produkte, wie gesagt, von der Firma Nico.